Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Ja, du hast eine Waffe. Jede Kugel. Wir kommen nicht durch. Wir müssen doch was tun. Wir müssen rausfinden, wo der Nebel herkommt. Ich glaube, Mary ist der Schlüssel zu einem Weg hier raus. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Hm. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Wieso? Vielleicht können wir irgendwo helfen. Wir müssen dieses Kind stoppen. Aber wie? Vielleicht ist sie nicht mal echt. Denkst du, sie hört auf? Hey, Kleine, lässt du uns bitte in Frieden? Wir halten Mary mit allen Mitteln auf. Mit wirklich allen Mitteln. Stimmt. Wenn wir sie stoppen, endet der Albtraum. Falls sie nochmal auftaucht. Hier ist doch nichts sicher. Was ist los? Alles gut? Meine Augen haben kurz so gebrannt. Ist schon wieder weg. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Hast du nichts aus dem Beinaheunfall mit dem Alten gelernt? Steck's weg. Das ist nicht der alte Kerl. Das ist was anderes. Nein, nicht schießen. Oh, bitte schieß jetzt nicht. Nein, ich schieße nicht. Mit dem elenden Ding auf jeden anders, ja? Angela! Mein Gott. Ich würde so nicht schießen. Ich dachte, du... Die Tiere sind so unsterblich. Ja, wie im ersten Teil. Wir sind froh, dass du noch lebst. Die Tiere. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Naja. War Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Jetzt schau mal, was ich hier habe. Ich gebe sie dir gern zurück. Schön, dass du lebst und sie tragen kannst. Danke. Ein echter Gentleman. Ein Glas ist kaputt. Wenn ich das andere auch zerbreche, muss ich das hier nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft, aber der Gedanke gefällt mir. Hörst du das? Hab's gehört. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Ich helfe dir runter.
Professor? Angela, hallo? Daniel? Taylor? Hey! Wo seid ihr, verdammt? Daniel, bist du's? Ich muss ihm beide Toten. Nee, ich hab dich ausgewählt und dann die andere da. Du bist durch die Hölle gegangen. So viel steht fest. Aber wir müssen weitergehen, um lebend hier rauszukommen. Wir müssen weg jetzt! Tom! Controller hat ein Drifting-Problem und Black Ops Cold War will Teamkills bestrafen. Ich bin Natascha, das und mehr gibt's jetzt in den News. Alter, ja, ja. Pussy, du hast ein... Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Das eine tötet! Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von... Mörder. Oder Dämon. Himmel. Ich weiß. Oder Hölle. Aber ich hatte... Vielleicht wird ihnen ja langsam... Klar. Ich wollte sagen, ich habe beide Hände rettet. So weit war ich vorhin auch. Aber ich sagen, einmal verdrücken ist nicht schlimm. Also, soll auch schnell gehen. Du sollst doch nicht in das Spiel einschlafen. Und die Menschen nicht ganz das, was sie zu sein scheinen. Drei Hinrichtungen. Drei gequälte Wesen. Und bisher ist der einzige Verlust denn. Na? Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt. Scheiße, sagte... Scheiße, mach mal. Passiert. Ja, du hast eine Chance. Schau nach dem Mädchen. Wir müssen sie stoppen.
Also ich hoffe, ja. Wir können uns mal aufteilen. Ja. Wir müssen die Kleine stoppen. Das ist unser einziger Ausweg. Immer schön wachsam bleiben. Warte, ich habe hier nichts gefunden. Leuchtkäfer. Ich hab... Daher kommt das Licht. Oh, puh. Was leuchtet da? Irgendwie schön, oder? Dachte nicht, dass es hier was Schönes gibt. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzte unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört. Der ist vorhin gestorben, der Rettor bei mir. Ganzen Ende. Ja. Aber dieser Rettor und dieses Mädchen. Das Mädchen ist verbrannt worden. Ich bin verhext. Und du, er ist gestorben, den Panikbruch. Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Ja. Nur na, nee, das mit. Der Sportler hat überlebt. Ich bin das Mädchen lebt noch. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja. Aber das Mädchen kann noch sterben. Wird dann auch alle noch sterben. Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Wie kann man denn einem was vorwerfen? Das ist doch absurd. Sie ist jung und weiß nicht, was sie tut, geschweige denn, was Hexerei ist. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Hä? Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ich habe das nie auf Platin gespielt. Was immer ihr seid. Seid nur eins davon. Die ich habe den ersten Teil nie auf Platin. Ich habe einfach nur so gespielt. Schwere Last, bei mir sind die immer gestorben. Ein Kind zu verdammen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Nee, das ist mir so schwer, die alle überzuleben. Ich weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Nichts macht mehr Sinn. Aber ich wollte hinher noch in Internet hutten, wo die letzten zwei Fotos sind. Das will ich hinher nur. Vielleicht sehen wir ihn wieder. Könnten ihn umstimmen. Ich tat das Richtige. Ohne Zweifel. Was meinst du? Da war Andrew Stubel. Die können mich mal. Ja. Niemand wird's merken, wenn ich weg wäre. Ja, was ist das? Achso. Hä? Mein Spiel ist auf Ähnlich! Ist auf Ähnlich! Wieso ist das jetzt auf Ähnlich gewesen, Torz? Wo die Frau redet hat. War das auf Englisch? Ja, die ist so... Und dann bumm, hat er abgerissen. Ja. Wenn das Spiel jetzt auf Ähnlich ist, musst du neu starten, Alter. Wenn das jetzt noch weiter auf Ähnlich ist. Ach.
Die reden da nicht. Hä? Ne, die reden bei mir nicht. Ja gut, dann können wir nochmal beenden. Wieso? Bei mir ist Feuer. Bei mir ist Feuer. Bei mir wird die Frau hinterher geschoben. Ja, aber die haben gerade bei mir schon geredet. Ja, aber hast du jetzt auch den Arm? Ja, bei mir wird die Frau hinterher gezogen, ja. Hä? Mach einfach weiter. Ich sag dir denn. Wenn ich kann einfach wieder Pause machen. Ja. Mach einfach weiter. Ich kenne das so jetzt. Alles. Bleib hier. Hilf mir auch mal einer. Links! Links! Nein! Ich verbrenne! Tot. Du hast dich verlaufen und tot. Das ist mir vorhin auch passiert. Ih, siehst du das auch? Ih. Ich kann die Oma nicht leiden. Nee, ich glaube, da kannst du dir nicht aussuchen. Der stirbt automatisch, glaube ich. Ich konnte vorhin nichts wählen. Ich konnte vorhin nichts auswählen am Ende. Wir müssen weg von das hier. Ein Ende war in Herrn Video und er ist verstorben im Video. Und seht das war's. Doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Von 5 auf. Taylor kann nicht tot sein. Unsere Chancen stünden besser, wenn wir den Typ überzeugt hätten, Mary anzuklagen. Was meinst du? Der Kerl war am Überlegen, ob er gegen Mary aussagt. Aber leider konnten wir nicht davon überzeugen. Ich bin dieses Jahr mal gespannt, wenn diesen. Schade. Wir brauchen jede nächsten. Hilfe. Ja, dieses Jahr haben noch einer. 21 ist nicht dieses Jahr 21. Ja, dieses Jahr und wieder Halloween. Wie jedes Jahr. Immer ein Halloween haben das raus. Aber das holt. Ja, ein Ende. Nee. Aber ich hab de- Hä, wo. Hä? Bin ich jetzt richtig hier? Ja. Was? Du siehst nicht viel. Du siehst nur eine Person und das war's. Beeil dich bitte! Du kannst nur raten, was da passiert. Taylor kann nicht tot sein. Wo? Dein Mann hat angeholt. Ist meine Schuld. Da hat dich schon vermisst. Ich die Gefahr sehen und ihr helfen müssen. Das hat sie nicht verdient. Taylor, ich habe das gehört. Dolans Stimme ist nicht in Überhören. Und genau das werden wir auch tun. Ich habe Dolan gehört. Wir müssen doch was tun können. Mary steckt hinter all dem hier, da bin ich mir sicher. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Kein Grund, sich gleich zu ärgern. Die Theorie ist eh umsonst, nachdem du darauf bestehen musstest, Mary zu schützen. Hey, komm schon, hack nicht so auf ihm rum. Na los, sehen wir uns um. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, ja. Ich auch. Hier ist ein Zettel. Ich kenne diesen Ort. Hier, wo ich stehe.
Hier bin ich vorhin nicht lang gelaufen, glaube ich. Jetzt stehe ich mal hier lang. Ach doch, hier musst du lang. Ich habe selber gut wie viele Trophäen. So, ich warte hier oben, bevor ich hochgehe. Ja, den Zettel hattest du. Das war's. Das war's. Der Rest ist hier unnötig. Ich geh schon mal hoch. Hier kommen wir rein. Hä? Hey! Jetzt. Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Tja. Hier drin war schon lang keiner mehr. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Vielleicht kommen wir ja jetzt endlich weiter. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Mary ist kein unschuldiges Kind. Ihr Herz ist rabenschwarz. Du... Tu einfach, was du für richtig hältst. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspart uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld.
Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde. Doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! Was war da? Andrew Stubel? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Und was passiert jetzt? Vielleicht habe ich das Falsche getan. Wenigstens wissen wir, dass wir was ändern können. Das ist doch gut, oder? Hat er recht? Denkst du das auch? Nein, 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 nein. Man kann nicht ändern, was war. Niemand kann der Vergangenheit entkommen. Das ist unmöglich. Keine Zeit zu verlieren. Wir müssen weg, bevor Mary uns den Tod bringt. Schwer vorstellbar, aber dieser Ort war mal voller Leben. Und jetzt liegt hier einfach alles in Schutt und Asche. Na du. Verlaufen. Nö, wieso? Schon wieder hier. Ja und, darf ich mich hier lang? Nö. Warte. Stehen. Nö. Ich will aber nicht gehen. Schare. Was zum... Sieh dir das an. Das glaubst du nicht. Wir sind auf dem Bild. Wir alle. Oh, okay. Ich weiß nicht wie oder warum. Aber in dieser Stadt gibt's noch mehr Pendants von uns. Erst die aus dem 17. Jahrhundert und jetzt auch noch welche aus den 70ern. Was soll der ganze Scheiß? Ist diese Familie so gestorben wie die anderen Doubles? Ich mache mir mehr Sorgen um unseren Tod als um ihren. Ich verstehe nur nicht, wie das alles möglich ist. Was machst du da? Keiner wird uns glauben. Ich will einen Beweis dafür. Du bist der Professor. Also erklär mir dieses Bild. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer diese Leute sind oder warum sie uns ähneln. Vielleicht ist das alles... Diese Frisuren und Hosen, ganz klar. Die 70er. Die 70er Jahre waren schon eine Wucht. Mit dem Haus eigentlich? Hm? Keine Ahnung. Ah, sieht nach Herzschmerz aus.
Was? Der Schwarze ist der. Ist der Schwarze? Der vom Anfang von den 70er Jahren, das ist doch der, der immer hinterher läuft. Kann sein. Sag ich dir nicht. Warte auf ein Ende. Warte auf ein Ende. Das Ende ist hinher so geil, lustig, Alter. Ich sag nur eines, einer im Haus hat überleben, Brand. So. Mehr sag ich nicht. Meinte, wir wären tot. Na, JD, aber ich fühle mich nicht tot. Du? Vielleicht sind wir im Bus gestorben. Nein, ganz so schlimm war der Unfall nicht. Da bin ich sicher. Multiversum? Sind wir in einer Art Parallelwelt? Nee, mehr siehst du nicht. Beachtlich, dass du diese Theorie kennst. Das ist hier der Ausgang jetzt. Geht es um Parallelwelten und dann stört's. Ja, jetzt weiß ich nicht weiter. Wenn jetzt hatte ich mit dem Sporter hier zu tun. Der Sporter hat das hier aufgemacht. Und was und die Tess ist abgestürzt. Träumen wir nur? Nein. Und jetzt weiß ich nicht, was jetzt passiert. Wer jetzt abstürzt? Vielleicht eine Art. Ja, stürzt du ab oder Opa hier? Früher war das der Sporter. Oh, der Sporter lebt nicht mehr. Hilf mir mal. Was ist? Was brauchst du? Ich schiebe von hier, du von der... Okay. So fest du kannst. Ach, stürzt. Ja, der Opa stürzt ab. Professor, alles okay? Immer ich, immer ich. Professor, noch ganz? Geht schon. Gerade so. Hier geht's nicht hoch. Ich suche nach einem anderen Weg. Okay, wir treffen uns vor dem Gebäude. Oh, er wird nicht angetroffen. So machen wir es. Das kann ich jetzt nicht. Sei bitte vorsichtig, John. Mal gucken, wenn einer den steuern darf. Oh, ich glaube nicht. Oh, da ist die Tür. Andrew? Oh, das ist das Mädchen oben. Seid ihr da oben? Das ist Mädchen oben. Ich bin der Opa. Geil. Das Mädchen ist bei mir. Ich bin das... Das Mädchen war bei mir. Wieso? Was denn? Was ich nicht habe. Was du nicht hast? Was hast du nicht? Achso. Lass meinen Zockerjungen in Ruhe. Andrew? Bist du da? Bin hier oben. Wow, ihr zwei seht gut aus. Schön, dass du das bemerkst. Du kommst wohl aus demselben Schönheitssalon wie ich, Schlammboy. Witzig, aber auch wahr. Freut mich, dich zu sehen. Gleichfalls. Los, schnell zu mir!
Was auch passiert, wachsam bleiben. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Werken. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Fort von mir! Ja! Gib das her! Seht! Seht, wie das arme Kind leidet! Joseph hält sie noch im Griff des Teufels. Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm. Zaudert nicht. Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab. Es ist aus. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? John, was machst du da? Ich lauf nicht mehr weg! Wird Zeit, Taylor und Daniel zu rächen! Bist du verrückt? Wir müssen weg! Komm her, du Biest! Trau dich! Die Tür ist zu. Los, hier rein! Wir müssen weg! Los jetzt! Das Ding hat nur auf mich abgesehen! Weg hier jetzt! Ich halte es auf! Das musst du nicht tun! Lauf weg, bitte! So bin ich auch entkommen! Das ist dämlich! Du musst da weg!
Ist es weg? Ich sehe es nicht mehr. Wo verdammt sind wir jetzt? Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Ja und? Das kennen wir doch schon. Ja, ich weiß, einer am Seil abreißt. Eine Frau am Seil. FIFA, Alter, wer spielt noch FIFA? Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel, aber ich kann den nicht aufheben. Egal, geh weiter. Ist er für die anderen Türen im ersten Raum. Und hier an der Uhr ist ein Schlüssel. Und oben waren Türen zu. Bin ich nächstes Mal gespannt. Wer ist hier? So, mehr ist hier nicht so, wie es aussieht. Tom hat was gefunden? Achso, ein Zettel, ja. Den hatte ich schon. Hier ist noch ein Fenster, aber da kann man nicht rausgucken. Doch, kann man. Blätter. Ich wollte in die Haustür. Oh, die Haustür kann ich öffnen. Ah, Haustür ist abgeschlossen. Hier geht's nicht weiter. Hier lang, glaube ich. Hier lang. Zurück! Zurück! Wo die Uhr ist. Guck. Komm mal mit. Ich zeig dir den anderen lang. Genau, du läufst hier lang. Und hier ist das erste Zettel. Und dann siehst du hier lang. Ja, hier lang. Hallo. Und dann hier. Tada. Und hier liegt auch noch eins auf dem Fußboden. Bis vorbei gelaufen. Ich stehe schon mal hoch. Sag, wenn ich hoch den. Ja, ich sag. Das müsst ihr euch anschauen.
Ich weiß. Nicht verheiratet? Das macht immer weniger Sinn. Und das. Ja, ich laufe wieder zurück. Sag, wenn ich das. Ich sehe dich. Du liest ein Buch. Ich sehe das, du liest ein Buch. Ja. Ja, du hast das Buch hingelegt. Das war's, mehr gibt's hier nicht. Ich weiß. Ich unter ein Haus, ich weiß. Ende ich mal hoch. Und jetzt? Hörst du das? Ich hör's. Ist sicher die Kleine. Suchen wir sie. Da ist sie. Bleib hier. Pass halt wohl auf die Platte auf. Andrew, was machst du? Alter. Loslassen, Andrew! Wir sind wieder an einem Ort versammelt. Doch mit Grauen erfüllt mich der Grund. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Fall nicht darauf rein, wenn sie einen auf kleines Mädchen macht. Sie mag nur ein Kind sein, will uns aber nichts Gutes. Sie ist bösartig. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Wir müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Carver, er ist der Bösewicht. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Carver bringt uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist sein Werk. Du täuscht uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Du machst einen Fehler. Carver trifft keine Schuld an der Sache. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Wenn die Puppe böse ist, zerstört sie einfach. Und das war's. Der Reverend hat recht, die Puppe ist schuld. Denn sie zog Mary in ihren Bann. Zerstört sie und Mary wird geheilt. Befreit von ihrem Fluch.
Wenn Mary wirklich so im Bann der Puppe steht, sollten wir diese zerstören und sehen, ob das Kind entzaubert wird. Reverend, verbrennt die Puppe! Zerstört sie! Handeln wir nicht zu schnell. Das Mädchen muss für ihre Fehltaten büßen. Stellt meine Autorität nicht in Frage. Gehorcht mir! Dein Bestes getan. Was immer jetzt kommt, ist nicht deine Schuld. Ist es echt vorbei? Das war ein Fehler. Das mit Mary war falsch. Es war richtig so. Du konntest nicht ahnen, was da passieren wird. Lass uns verschwinden. War Mary da? Was ist passiert? Die Kleine wird uns nie wieder quälen. Es ist vorbei. Der Opa hat überlebt. Bei mir ist er da gestorben. Im Haus. Das Ende. Gleich kommt der Busfahrer. Und dann ist Ende. Aber wenn das Ende sich jetzt auch erinnert hat, dann haben kein Busfahrer. Hey! Tut mir leid. War ja nicht deine Schuld. Wir haben beide in den letzten Jahren viel durchgemacht. Etwa eine Meile von hier gibt's einen Diner mit einem Telefon. Du rufst Hilfe, verlässt diesen Ort und kommst nie mehr zurück. Hier gibt's nichts mehr für dich. Tut mir leid, was ihr heute wegen mir durchgemacht habt. Wir haben schlimme Stunden hinter uns. Und du besonders. Das wird mich ewig verfolgen. Du bist nicht allein. Mach dich nicht so fertig. Es war für uns alle schlimm. Das weißt du doch. Endlich kommen wir von hier weg. Wären wir nur alle hier. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt.
Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Feigling! Hey, ganz ruhig! Ich wollte nur helfen! Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts! Hey! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. Nicht übel. Ein paar gerettet, ein paar nicht. Das waren Sie. Und Sie fanden ihn. Am Ende. Den Busfahrer. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Auf Wiedersehen. Vielleicht in der Wüste Arabiens. Vielleicht woanders. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Da, noch einmal, sagt er. Keine Ahnung, warum nur einmal. Er meint ja jetzt den letzten Teil oder so, keine Ahnung. Okay, ich nicht. Ende.